An exile returned? How is that even possible? Rising out of the darkness to claim the souls of our enemies, like Hinekora in the stories my mother used to tell me. Well, your divine intervention gave us just the diversion we needed to take this tower. So if you keep doing things like that, then I might have to start believing in the gods again. Lieber nicht, glaub lieber an uns. Thank you for finishing off that last overseer for us. I don't know what sort of mother could have birthed that land-loving whale, but we were lucky he wasn't here when we took this tower. He'd have spread us across the floor like butter on a piece of bread. Ja, so wie mich und Jeremy. Here, take something for helping us in this hopeless fight of ours. Ja, sehr gut. Was kann man? Was? Toll. Wir haben ein Update für Sie. Windows, leck mich. ich habe den immer noch nicht neu gestartet, den Rechner. Ich habe keine Zeit gehabt dafür. Und dann, weißt du, die Meldung ploppt immer auf dann und geht so rein. Und dann geht das Spiel, minimiert sich einfach. Ich hasse das. Windows, leck mich. Echt. So, Lightning Resistance, Cold Resistance, Fire Resistance, Fire and Lightning Resistance, Cold and Lightning Resistance, Fire and Cold Resistance. Machen wir Fire and Lightning Resistance, würde ich sagen. So, Uprising. We'd been planning it for months. Spreading the word, stealing weapons, gathering support. Utula and his followers did most of the dirty work. I just carried a few messages here and there. Should have known I'd end up like this when the real fighting started. In the darkest hour before dawn, that's when we broke our chains. And as many overseer necks as we could wrap our hands around. We took the Panopticon as the sun rose over Theopolis, and that's as far as we got. When you're up against cold steel and colder hearts, there's only so far that anger will take you. Huh. Few of us can say that we've devoted our lives to anything greater than ourselves. Can you? I think Utula can. Since the day I met him, I've seen Utula do nothing that wasn't in the service of his people. He's a smart one. He could have escaped. He could have sailed off to Namakanui and never looked back. Yet there he stands, our herald of freedom. I might die of this wound, yet I'd be giving but a fraction of what Utula has to honor the Karui way. Ach, die ist verletzt hier. Remember, we do this for freedom. Die ist hier verletzt. Yes. Lani's a pretty tough girl. For a half-blood. Her mother was Karui, but her father, a lord with a nose for island flowers. Despite that Oriathan stain in her blood, Lani risked her life time and time again, slipping us the information that she bore between the lords and ladies of Theopolis. Honestly, couldn't have put the pieces of this uprising together without her. And she's a fighter. Struck down two overseers before a third managed to put that scratch on her. Don't worry, it won't slow her down for long. Not Lani. Okay. Talakura. Ist also eine Tafel, finde ich gut. Das verkaufen wir alles, das brauchen wir nicht. Halt, das könnten wir hier mal identifizieren. So, 1200 und 1000. Oh, dann haben wir hier noch, zack. Fizzle Attack Damage leached as life during Flask Effect. Okay. Machen wir das doch mal. Also, das kann ich hier gerade nicht. Akzeptieren. So, dann. Das mal tauschen. Haben wir jetzt 1200 bei beiden. Dann können wir die anderen Flaschen eigentlich alle wegschmeißen, weil. Haben wir nicht noch eine andere Mana-Flasche gefunden? Ja, Hallowed, hier. Hallowed Mana-Flask, aber das passt. So, Sell Items. Zack. Blub, 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 blub. Hab übrigens immer noch nicht das Inventar aufgeräumt. Habt ihr bestimmt ja mitgekriegt. Hallowed Life Flask. Ach so, Moment. 1990 Life. When on low life. 0,4% of physical. Okay. Mal das mal. Gibt einen höheren Life Leech. Sell Items. So, weg. Ciao. Remember, we do this for freedom. Jo, alles im Namen der Freiheit, finde ich gut.
Bin ich ein riesen Fan von. So, Jeremy langweilt sich wahrscheinlich schon wieder zu Tode, gerade weil ich mir wieder 20.000 Stunden langes Gequatsche anhöre. Und er möchte handeln. Was ist das? Orb of Regret. Grants a passive skill refund point. Was ist denn die hier? Hast du die gekauft? Hat Jeremy die gekauft? Gefunden. Ah, alles gut. Okay, der Ring ist irgendwie doof. 10 Intelligenz. Increased Cold Damage. 7% Increased Cold Damage. Evasion Rating, Fire Resistance. Okay. Machen wir Defense ganz kurz. Evasion Rating, also Ausweichen geht runter, aber ist egal, wir nehmen den Ring, dann gibt es nämlich mehr Widerstände. Das finde ich gut. Chaos Resistance haben wir 0. Das finde ich nicht ganz so geil. Greetings. So, den Ring weg. Ciao. For freedom. Dann das hier darüber und das hier tun wir mal dahin. So, okay. Dann Punkte haben wir. Vilenta. Unlike these assorted Ignorami, I'm not surprised to see you here. The beast is dead, all thanks to you, I suppose. I was listening to the beast's death rattles when these lunatics broke in, wrecked the place, and dragged me here to tend to their cuts and bruises. Thankfully, I was able to bring some of my paraphernalia with me. The balance of power is shifting in your favor, O murderer of nightmares. If I am in possession of anything that might smooth the transition of governance, don't hesitate to ask. You'll find my terms quite reasonable. Some time ago, I fabricated a device able to sense and amplify the corrupt murmurings of Rayclast, a miasmeter. I listened to those whispers for years, lingering beyond sane comprehension. And then the scream. Such profound agony that my mind was nearly sundered by its percussion. I thought another cataclysm might be upon us. But no, it was you, slaying the beast. I was witness to a singularly potent cadence. This corruption, I am convinced that it holds the very key to our human history, and with it, our very existence. Yet without the miasmeter, I'm condemned to deafened ignorance. It remains in Piety's laboratory, as long as Utula's miscreants haven't vandalized the poor thing. Find it. Okay. What? In contrast to the company she keeps, Lani has quite an astute mind. I put it down to that Oriathan education she's managed somehow to procure. Whilst quelling whatever resistance you might meet in this noble coup of yours, you'd be well advised to look to Lani for counsel. She'd make the finest of advisors, second only to myself, of course. Mhm. Ich verstehe nicht ganz, was der Vilente ihre Rolle hier ist. Utula might appear to conduct himself with honesty and honor, yet has all the telltale signs of a desperate man born of desperate times. As the cornered animal will bite and claw, the cornered man will lie, steal, and murder in the name of survival. It's understandable, and deadly if underestimated. Okay. I can't really fault Justicar Casticus. A man committed, heart and soul, to upholding the law. Of course, law isn't the same thing as justice, and men like Casticus lack the imagination necessary to make that distinction. Okay, er ist ein Verfechter des Gesetzes, aber das Gesetz muss nicht immer gerecht sein. Erinnert mich so ein bisschen an... Ach, wie hieß das? Mit dem Sylvester Stallone? Judge Dredd, genau. Weil das Gesetz... Ja. Erinnert mich doch ein bisschen an Judge Dredd. Weil der ein guter war. Avarice, innocence. I'm not sure there's a great deal of difference.
Around the time I heard the beast's mortal scream, the newly appointed High Templar Avarius went through something of a revelation. The manner in which he speaks and acts now would indicate that he believes, without doubt, that he is some earthly embodiment of God. That's faith for you. It'll reduce grown men to the madness of infancy. Mhm, hält sich für Gott. Schön. I gave piety everything. Devoted my life to her work. What did that thankless bitch do for me in return? Left me here to polish her beakers while she pursued glory and rayclast. Oh. You killed her, did you? Likely as not, you'd have killed me too had I been there. In that case, perhaps we both got exactly what we deserved. Hmm. Piety and I have devoted ourselves to the betterment of the human condition. As for our methods, Piety had a saying that summed it up nicely. Would you consider the feelings of the stones when constructing a glorious cathedral in the name of God? Casticus supplied us with slaves, mostly Kardui, and I put them to good use. In fact, I believe their participation in my experiments elevated them from squalor to splendor. Our subjects were able to give their otherwise meaningless lives to something greater than themselves. Isn't that what we all want in the end? Aha, klar, ist kein Problem. Frag doch aber erstmal die Leute, ob sie das wollen überhaupt. Ob sie so verunstaltet werden wollen. Some time ago, I fabricated a device able to sense and amplify the corrupt murmurings of Rayclast. A miasmeter. I listened to those whispers. Okay, den müssen wir holen. Freedom comes to those who fight. Ja. I'd be dead right now if not for Violenta. I just hope I live long enough to repay her. And how will I do that? By talking Utula out of his inclination to slice Violenta's throat open. As far as I'm concerned, our pasts are as broken as our chains. Okay, er will ihr die Lungen, oder den na, nicht die Lungen, die Kehle durchschneiden, hier ich kann nicht mehr denken gerade, echt. We do this for freedom. If it weren't for Lani, I'd have cut that bitch's throat the moment I met her. But Violenta seems to know her medicine, so she gets to live. Until Lani is better. Then Violenta will answer for her crimes against us. Ja, kann ich verstehen. Nicht die Lunge rausreißen. Dann bin ich jetzt doof. Wie heißt denn das? Der nächste Akt wird besser, sagt Jeremy. So, Götter kommen später, geben aber auch was. Nicht die Lunge rausreißen. Hier, Hals rausreißen, da die Speiseröhre da. Gurgel, die Gurgel rausreißen, jetzt. Hat ihm mir das jetzt eingefallen? Karui Rebel. Okay. Da kämpft ein Rebell mit uns. Finde ich gut. Ich glaube, damit erhöhe ich den Damage so ein bisschen hier, ne? Wenn ich das caste. Dann geht es ein bisschen weiter runter. Naja. Das war doch ganz gut. So, Orb of Scouring. Mhm. Schön. Was ist das eigentlich? Feind Violentas Miasmita. Okay. Kill Justica Casticus. Gain access to the Templar Curse. So, wir müssen ins Gerichtsgebäude. Schön, da waren wir ja schon mal im Gericht. Dann sind wir auf Rayclast gelandet. Der Vorteil ist, diesmal haben wir Rayclast aufgeräumt. Das heißt, wenn wir nochmal nach Rayclast verbannt werden sollten, durch Zufall, dann können wir relativ fix wieder herkommen. Vielleicht zumindest. Hallo? So, Goldenbeard des Cyril.
Blacksmith Whetstone. Slave Catcher. Ja, catcht mal Slaves. Wieso komme ich jetzt gerade auf den Pokémon-Song? Ich bin so durch einfach. Das ist echt unfassbar. Ich bin so bescheuert. Ich habe jetzt gerade Slave Catcher. Und jetzt habe ich gerade einen Pokémon-Song im Kopf. Go catch them all. Das ist nicht mal wirklich lustig gerade in dem Zusammenhang mit den Slave Catchern. Aber ich bin echt gerade... Liegt einfach gerade in meinem Ding, jetzt in meinem Ohr. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Toll. Ich liebe sowas. Ich bin manchmal komisch. Sehr komisch sogar, wenn man ehrlich ist. Zack, hallo. Komm und schnapp sie. Ich fange jetzt nicht das Singen an. Was haben wir denn da? Freezing Reclaimed Barracks. Mhm. Da müssen wir wohl ein bisschen aufräumen hier. Wahl Flame Guard. Warum sind hier Wahlen jetzt plötzlich? Das macht keinen Sinn. Das macht relativ wenig Sinn, gerade dass hier Wahl sind. Die Wahl waren auf Rayclass und nicht hier. Spiel, du bist manchmal nicht logisch. Aber nur geringfügig. Elemental Aegis. Ach, das war der Schrein jetzt. Okay. Level 43. Okay, wir kommen langsam an den Punkt hin, wo wir... So in 2000 Jahren kriegen wir dann vielleicht mal, kriegt dann mal die ganzen Blitzpunkte oben. Was Jeremy mir dankenswerterweise rausgesucht hat. Damit ich noch viel, viel stärker werde. Jetzt muss ich gerade an One Piece denken. Ich muss noch viel, viel stärker werden. Ich glaube, ich werde heute nicht alt, Jeremy. So vom Zocken her. Ich bin echt so mindtechnisch. Bin ich komplett Banane gerade. Ich habe so 10.000 Gedankengänge und alle nicht... Ah! We Tapper the Blind. Dafür zielt aber ganz schön gut. Sacrifice at Noon. Aha. The artifacts which High Templar Dominus returned to our city have finally offered up to me one of their secrets. Though I'm certain there is much to be found within the relics, I'm accelerated and brought to our abbey by what I have discovered as of yesterday's studies. I have uncovered a hidden frequency of corruption within the relics. Oh, how they now sing to me. They are as mirrors, dimly reflecting shadows and echoings of the past. I've seen signs of blood, an ancient sacrifice in the ghostings of our precious city, such as what the Wall would commit in their homelands. Could it be that these echoes point to Wall culture having extended all the way to the shores of Oriath? Perhaps we are not the first empire to pull itself up from the mire of this land? I must listen to the relics further. I need to understand, but the sinning, it pains me to listen for very long. My work must progress slowly, but it shall progress. Much is at stake here. I can feel it. Templar Davaro of Theopolis. So. Hallowed Mana Flask. Blah, 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 blah. Blab. So, mal ganz kurz Pünktchen ausgeben. Ich muss hier wieder hoch. Apply. So. The Control Blocks. So, Corruption haben wir gemacht. Finde ich gut. Und sterbt. Portal Scroll. Ah ja. Da ist ein Ausrufezeichen, da will ich hin. Wenn Ausrufezeichen da sind, da will ich immer sofort hinlaufen. Da gibt es immer was zu holen.
oder was zu erzählen oder zu hören oder sonst was. Experimental Supplies. Ah. Chaos Orb. Ah. Wieso musste ich hier gerade, als ich das Aura-Symbol gesehen habe, hier mit diesen Bannern und diesem X-Dingens hier drauf, muss ich gerade ans Dritte Reich denken. Ich dachte jetzt gerade echt erstmal, da wären, muss ich gerade nicht dran denken. Beim Dritten Reich genauso. Mias Meta. Da haben wir ihn doch. Zu Belenta müssen wir dann. Und ihr den zurückbringen. Schön. Wow. Für Grayskull. Oh, was ist denn heute mit meinen ganzen Filmen, Serien und sonst was Referenzen los? Das ist ja schlimm. Das kann man sich doch nicht geben. Das kann man sich echt nicht geben heute. Ich denke gerade an alles Mögliche. An Serien, Filme. Bekommst du heute extra Geld? Was? Extra Geld? Extra Geld wofür? Ach so, weil ich die ganzen Sachen hier aufsage oder wie die ganzen Franchises. Nein, ich bekomme kein extra Geld. Ich bekomme nie Geld. Müsste ich mal verlangen bei der ganzen Werbung, die ich hier mache. Bei Dingen, die mir einfach so in den Kopf ploppen. Ich bin nur irgendwie mega durch heute. Das ist das Problem. Und dann macht mein Verstand immer ganz komische Sachen. So, Slave Driver. Was ist denn ein Sklavenfahrer? Reitet ihr auf den oder wie? Oh Gott, der Witz war auch mega schlecht. Ich entschuldige mich mal im Vorfeld für die schlechten Witze und die ganzen schlechten Anspielungen heute. Ich entschuldige mich dafür einfach mal. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, aber... Kaum wird Blatt... Das explodiert bestimmt, oder? Wusste ich doch, dass es explodiert. Moonstone Ring. Lightning Tendris. Was ist denn Lightning Tendris? Moment. Lightning is released from your hands over times in quick succession, damaging all enemies in an arc in front of you. Ach, probieren wir doch mal. Was soll's? Was haben wir hier? Einen komischen Ring. Aha. So, was macht eh? Oh ja, das macht bestimmt ultra viel Damage. Ach so, da geht's auch durch. Habe ich nicht gesehen. Lassen wir uns mal überraschen. Liegt doch vielleicht daran, dass ich heute so drauf bin. Kannst du mal ganz kurz mal nicht draufhauen, Jeremy? Ich würde gerne mal... Also, da doch mal draufhauen. Ich würde kurz was testen. Also, hier draufhauen bei dem Boss. Bei den normalen Gegnern mal nicht draufhauen. Ich will mal was testen. Wow! Toll. Ja. So. Soll mal ganz kurz nicht draufhauen. Ich will mal was testen. Oh, das macht ultra viel Damage. Was ein Dreck. Das macht man nett. Ich bleib ganz normal bei meiner Attacke, die ich hier habe. Das läuft ganz gut. Machen wir wenigstens ein bisschen Damage, nämlich. Ich finde es übrigens mittlerweile toll, muss ich sagen, dass wir 675 Damage machen. Ich weiß nur, wo wir angefangen haben. Wo wir hier, keine Ahnung, mit so 20, 30 Damage rumgekraxelt sind. Games Cutter Prism. Aha. Was auch immer das macht. Wir kommen wieder hoch. Das sind Gegner, die nerven mich. So, da haben wir da irgendwelche komischen... Oh, da haben wir einen Gegner. Einen starken Gegner. Zack. Und stirb, der Hund. Du wirst uns nicht aufhalten. Für Auriath. Kommen wir da hoch? Das ist fies, wenn die von oben immer auf dich runterschießen. Das finde ich nicht gut. Das kann ich nicht gut heißen.
Das kann ich nicht gut, das ist ein Reflexbogen. Aber braucht Jeremy wahrscheinlich nicht. Ach, hier geht's hoch. Nö, offensichtlich auch nicht. Komisch. Wenigstens sind wir jetzt da oben schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier haben wir noch ein paar kleinere Horden. Zack. Grey Lurch, the groveling, groveling servant. Mhm. So, Truhe, Truhe, Truhe. Lalalalala. Da oben geht's weiter. Da unten ist irgendwas, irgendwas Blaues. Ist doch wieder ein Boss, oder? So, Kill Justica Cast. Ach, das ist der jetzt hier, okay. Der geht einigermaßen. Wow! Ich wollte gerade sagen, der geht einigermaßen von der Stärke. Am Arsch. Wow. Eyes of Zeal. Enter the Templar Courts. Okay. Jetzt kommen wir ins Gerichtsgebäude rein. Das finde ich sehr, sehr gut. Läuft einfach. Das juckt. Zack. Orb of Alchemy. Yippie. Superior Butcher Knife. Mhm. Truth Extractor. Wahrheitsextraktor. Ja. Das geht bestimmt, wenn man Menschen ganz, ganz viel Schmerzen zufügt und foltert, dann kriegt man bestimmt immer alle Antworten, die man haben will. Das ist ganz wichtig. Weil niemand auf die Idee kommen würde, irgendwas zu erfinden. Hauptsache, dass die Folter aufhört. Das ist... Naja. Oh, nach oben. Aureas Square. Hallo? Dann einmal da rein. Ein Wegpunkt. Geil. Haben wir dann eigentlich die Control Blocks? The Illusion of Control is a swiftly severed by the Blade of Reality. Haben wir dann einen Wegpunkt vergessen da unten, Jeremy? Oder gibt es nicht überall einen Wegpunkt? So, da kämpfen die Sklaven oder die ehemaligen Sklaven kämpfen hier gegen die Uria. Flame Mother. Flammutter. Nope, da gibt es keinen. Okay. Das finde ich übrigens cool. So einfach hier so Gegnerhorden einfach so reinballern mit Blitzen. Und einfach alles kalt machen. Weil ich glaube, ich jetzt hier auch Unschuldige getötet habe, kann das sein? Temple Guardian. Nerv mich nicht. Wieso kann ich dem sein Schild gerade nicht durchdringen? Kann mir das einer verraten? Das ist krass, also guck mal, da sind 10.000 Gegner, ja? Die greifen ja alle an und wir rennen hier als einzelne Dame. Okay, mit Jeremy noch als Unterstützung natürlich. Oder als Hauptangriffskraft laufen wir hier durch. Und schnetzeln die einfach alle nieder. Weißt du, kein normaler Mensch würde sich dann noch hinstellen und würde hier kämpfen, sondern die würden dann alle schreien davonlaufen. Weil sie denken so, um Gottes Willen, da kommt eine Ein-Mann-Armee. Da müssen wir auf jeden Fall mal weiter. Also abhauen. So, dala. Da mal Feuer frei und gib ihm. Aber schaut sehr schön aus hier auch, die Stadt. Ich meine, jetzt bald nicht mehr, weil wir viele Leichen hier hinterlassen, aber trotzdem insgesamt eine sehr schöne Stadt. Hat was. Blut getränkt vom Blut unserer Feinde. Na komm.
Resists Elemental Damage. Ach, die kann ich gar nicht töten wahrscheinlich, weil... Drum, weil die Elemental Damage widersteht und Blitze sind ja Elementarschäden. Da brauche ich ja dieses, wenn ich da oben bin, bei diesem Weg, dann kann ich praktisch die auch noch töten.